Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Ayat A.L. You know, you know, you know. In diesem Video möchte ich euch über meine neue Brille berichten, woher ich sie habe, wie sie gekostet hat und. Gerade die sowieso mir auf Snapchat oder Instagram folgen, haben es bestimmt schon gemerkt. Und die, die es noch nicht tun, fühl dich frei und folg mir. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ja, ciao. Also nicht ciao. Jetzt geht's los. Also ich durfte mir diese Brille bei der Firma Firmor aussuchen. Ja. Firmor ist eine Internetseite. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wo der Sitz ist. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall im Ausland. Auf jeden Fall im Ausland. Und als mein Paket angekommen ist, war der Versand aus China. Ja. Und ja, aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist Firmor eine Internetseite, die ganz viele schöne und wirklich auch außergewöhnliche Brillen Gestelle hat. Also gerade das, was so momentan total in ist und gerade für die, die wirklich eine Brille tragen, also auch mit Sehstärken und so, finde ich das so optimal und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich günstig. Ich glaube, dass fast keine Brille mehr als 40, 50 Dollar kostet. Ja, nicht mehr als 40 Dollar kostet. Und auch der Versand nicht höher als 40 Dollar ist. Und was für eine Brille ich jetzt gerade habe, steht auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Einfach da nochmal gucken und dann wisst ihr auch, welche Brille ich habe. Ja. Diese Brille hat, glaube ich, 23 Dollar gekostet. Und der Versand lag bei 20 Dollar, wenn ich mich nicht irre, weil es halt aus dem Ausland kommt, ne? Dann ist der Versand immer ein bisschen höher. Diese Brille ist Gold, wie man das sieht. Ja, sie ist Gold und hat hier so transparente und halt hier oben ist dieses transparent. Die hat eher so einen dünnen Bügel hier. Und die Brille kam zusammen mit so einem Brillenetui. Drin ist extra, weil da ja, das sind ja so Tabs auf der Nase, extra so Tabs noch, die ich drauf machen kann. Und falls, voll krass, ne? Ist mir jetzt irgendwie erst aufgefallen. Und falls ich Schrauben verliere, sind da Ersatzschrauben dabei. Also das ist echt voll toll, ja. Und dann halt noch so ein Tüchlein. Was dann auch noch dabei kam, ich glaube so, wenn man ist dann halt, also dann kam noch das dabei. Da mache ich immer dann meine anderen Brille rein, also auch voll gut. Ja. Und ich dachte, es kommt mit keinem Etui. Und dann habe ich mir noch so ein Etui selbst noch mit gekauft. Und es ist voll nice. Es sieht echt so schön aus und edel. Da ist halt eine andere Brille drin auf jeden Fall. Sehr schön. Dabei. Und auch das Service ist gut, vor allem danach. Also die werden dir dann danach nochmal eine E-Mail schreiben und fragen, alles gut gelaufen? Sind die Brillen gut angekommen? Gibt es irgendwas zu bemängeln? Und du kannst dich direkt mit denen in Verbindung setzen und die sind halt auch für dich da, ne? Und das ist echt gut. Das kennt man ja manchmal, dass man, gerade wenn man Sachen aus dem Internet bestellt, irgendwie so den Bezug nicht so hat, wie wenn man in den Laden geht oder zum Optiker geht und da dann. Was ich halt gut finde, ist einfach, dass die Auswahl wirklich groß ist und dass man da einfach mal was Neues ausprobieren. Ich habe mir natürlich eine Brille ausgesucht mit Sehstärke, weil ich selbst Brillenträgerin durch und durch bin. Momentan gibt es auch ein gutes Angebot bei denen. Du darfst dir eine Brille aussuchen und bekommst eine zweite umsonst. Genau, schlag auf jeden Fall zu, wenn du gerade auf der Suche nach einer Brille bist. Genau. Ich habe jetzt meine Brille schon seit 3 Wochen, also kann ich das besser beurteilen.
die Gläser sind wie auch meine, also ich merke keinen Unterschied. Es ist wirklich so, ich dachte anfangs so, oh, ob ich da ein bisschen schlechter sehe, man weiß ja nie oder so. Aber nee, wirklich super gut und kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und das ist auch meine ehrliche Meinung. Wenn du zum Beispiel auf die Internetseite guckst und du merkst, ach, da ist gar keine so schöne für mich gerade dabei, dann kannst du auch einfach eine Woche später oder so gucken, weil die versuchen immer wieder neue schöne Styles, also schöne Brillen zu präsentieren. Du kannst online eine Anprobe machen und gucken, wie die Brille zu dir passt, ob die schön aussieht oder nicht, und ja, kannst dann auch so entscheiden, falls du dir unsicher bist, oh, passt die zu mir oder nicht. Ich kenne das und man will nie Fehlentscheidungen treffen. Falls du selbst Blogger oder YouTuber bist und hast auf jeden Fall Lust darauf, mal dir eine Brille auszusuchen, steht auch unten in der Infobox eine E-Mail-Adresse und du kannst dann dich mit denen in Verbindung setzen. Auf jeden Fall, glaube ich, war es das alles. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Einen Daumen hoch da lassen und kommentieren, teilen, dies, das. You know. Und ja, bis zu einem nächsten Video und ciao!